Ja, hallo meine Lieben. Hallo aus dem wunderschönen Alanya, aus meinem wunderschönen Galeriecafé. Und ja, der mir die Bilder gedruckt hat, hat recht gehabt. Auch bei Sonneneinstrahlung bleibt die Farbe. Ja, die Farbe bleibt. Ja, dieses Video, weil mich ein paar Leute gefragt haben und ich mache dann immer gleicher Video, dass mehr Leute die Antwort haben, mehr Informationen, umso besser. Ja, langsam fangen an, die Knospen zu sprießen. Dieser Winter war wirklich sehr, sehr kalt, wie ihr schon gehört habt von einigen Videos von mir und von anderen. Aber jetzt fangen die Knospen an zu sprießen und das heißt, wir haben es bald geschafft. Bald haben wir es geschafft. Hier fangen sie schon an. Bald haben wir es geschafft, Leute. Und dann only party time. So, also Leute, die Frage auswandern oder nicht. Ja? Ich kann jetzt nur über Deutschland reden, weil ich habe dort lange genug gelebt, über 20 Jahre. Und also ich kann da wirklich mitreden und war die meiste Zeit selbstständig, weil als Arbeiter bist du ja da total verloren. Und ich räume gerade mein Café auf. Ja, alle, die gestern da waren oder vorgestern, die haben gesagt, das ist Katastrophe, Chaos, Chaos. Jetzt aber wird es langsam. Jetzt kommt nur noch der Tisch dran und dann habe ich eine schöne Ordnung mit meinen Werkzeugen. Ein richtiger Mann braucht alle Werkzeuge und wenn möglich, ja, und bald ist es soweit, Leute. Bald ist es schön sauber und dann fühlt man sich auch besser. Also Leute, die Frage, auswandern, ja oder nein, kann ich nur so beantworten. Seid ihr deppert, so eine Frage zu stellen? Ja? Seid ihr oben nicht mehr ganz normal? Ich frage ja nur. Ja? Denn, Entschuldigung, ja, ich kann über Germany mitreden. Ja? Und ich bin ja 2010, 2011 hierher. Warum 2010, 2011? Weil ich genau 2010 in den Flieger eingestiegen bin und 2011 bin ich gelandet. Ja, wann bin ich jetzt hergekommen? 2011 oder 2010? Und ich habe vorher meinen Militärdienst bezahlt gemacht. 5.300 Euro habe ich dafür bezahlt, sonst hätte ich hier 2 Jahre gehen müssen. Und das habe ich vorher abgeleistet und konnte praktisch hier in Ruhe dann hierher kommen. Und für immer. Ja. Und damals, ja, 2010, 2011, war es schon beschissen. Ja. Keine Wohnungen zu mieten. Vom Geld blieb nichts mehr übrig. Und ja, wenn du natürlich reich bist oder du bist, der eine ist Beamter, die andere ist Lehrerin, das ist auch das Gleiche teilweise manchmal. Und wenn man dann zusammen dann 8.000 Euro hat, ja, und keine Kinder, ja, und 2 Eigentumswohnungen, ja, da bleibt euch natürlich Haufen übrig, ja. Aber ihr müsst mal von den normalen Menschen ausgehen, ja. Und die Gehälter sind ja immer mehr gesunken in Germany, ja. Statt dass sie steigen, damit der restliche Teil von Europa auch eine Chance hätte gehabt haben können, sollten. Und Germany, seid ihr geisteskrank? Ja, damals hat es mich schon gestört, dass du, wenn du ins Wellenbad gegangen bist, diese Spaßbäder da, sauteuer, wenn du mit der Familie gegangen bist, bist du 60, 100 Euro losgeworden ohne Essen, ja, und für 3 Stunden nur, ja, und dann waren da lauter Assi-Kanacken da drin, ja, und die Leute angestänkert haben oder mit Wasser vollgespritzt haben, das hat mir damals schon nicht gefallen, ja. Dann auch die Sache mit den Strafzetteln, ja, es gibt keine Parkplätze in Germany, ja, und jetzt sagen bestimmt einige von euch, ja, dann nimm dir halt ein Fahrrad, wer ist halt mit dem Fahrrad, halt die Fresse, ja, halt die Fresse. Fahr mal mit dem Fahrrad mit den ganzen Kindern oder mit der ganzen Familie einkaufen. Ja? Und ich habe in der Woche 3 Strafzettel gehabt und sagst jetzt bitte nicht, ja, weil du zu faul warst zum Suchen. Nein, es gab keine Parkplätze. Ja? Schaut mal in Nürnberg, in Johannis oder in Gostenhof. Schaut mal, da, es gab Stellen, da hätte man schön parken können. Dürftest du aber nicht. Du hast da niemanden gestört. Dürftest du aber nicht. Ja?
Versteht ihr? All dieser Stress ständig und die Bullen unfreundlich und so, die haben ja die Macht, die können dich anhalten, wann du willst. Und wenn sie dich 10-mal in der Woche anhalten, gibt es kein Gesetz dagegen, ja? Das ist die Katastrophe, Leute, ja? Und ich will jetzt hier nicht sagen, dass es gegen Ausländer oder sowas die Katastrophe war. Meine deutschen Freunde haben genauso sich beschwert, ja? Die Katastrophe in Germany, kannst du vergessen, es ist vorbei. Die Gesetze werden von Lobbyisten gemacht in Germany. Ja, schon seit Jahrzehnten, schon seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs werden die Gesetze von Lobbyisten gemacht. Deswegen gibt es ja auch keine Verbesserung fürs normale Volk. Soll ja auch nicht geben, weil sonst lebst du ja länger. Das darfst du ja nicht. Ja, sonst gibt's ja, müssen sie ja mehr Rente für dich zahlen. Und jetzt durch dieses C-Sache haben sie ja eh das Problem in Europa millionenfach gelöst, ja, und so traurig, und das ist wieder ein Zeichen, dass das Ganze satanistisch ist, ja, versteht ihr? Und dann stellt ihr mir die Frage, Auswandern oder nicht, bist du blöd? Willst du wirklich freiwillig in Germany leben, ja, wo du, wenn du durch den Park läufst, nur 10 verschiedene Pflanzensorten gibt und vom Gartenbauamt hingepflanzt, ja, überall Hundescheiße, ja, überall Bierflaschen, ja. Und wenn ich dann meine Orchidee hier anschaue, ja, die gerade wieder Blüten bekommt, dann weiß ich, es kommt bald die warme Zeit, zum Glück. Ja. Das ist von der Margit. Vielen Dank nochmal. Und ja, langsam vergesse ich jetzt wieder, von wem die ganzen Pflanzen waren. Ja. Aber das da ist von Ute und Marianne, vielen Dank dafür. Dieser Riesenwein, da freue ich mich schon, wenn der soweit ist. Ja, der wächst ja ganz schnell. Leute, auswandern oder nicht? Also falls ihr Kinder habt, Kinder lieben die Türkei. Kinder lieben die Türkei. Und Kinder sind logisch denkende Wesen. Ja? Und Kinder, das ist furchtbar, was ich alles in Germany als Kind erlebt habe. Furchtbar, wirklich furchtbar. Ja? Hier ist auch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auf jeden Fall lebenswerter, dass ich da rüberlaufen habe, nicht am Strand, das ist eine andere Nebensache. Ja, so etwas ist Nebensache. Was ich hier so geil finde, du bist frei, ja? Du bist frei. Ich habe immer noch Wohnungen, die Leute sagen, ja, Arne, jetzt haben wir die Wohnung gekauft, aber wir haben keine Briefkästen. Haha, da lachen sie und freuen sich. Also das sind Aufgewachte, ne? Das gibt es doch nicht und so. Das ist super. Ne? In Deutschland, wir können nicht länger in Urlaub, weil sonst quillt der Briefkasten über. Ja, wieso funktioniert das dann hier? Wieso funktioniert das hier? Ja? Oder dass du ständig Anrufe kriegst von irgendwelchen. Wieso funktioniert das hier, dass du das nicht durchmachen musst? Wieso kriegst du hier keine ständig Postwerbung ohne Ende, obwohl du Werbung verboten? Nein, du sollst drangsaliert werden. Das verstehen viele von euch nicht. Ihr müsst unten gehalten werden, ihr müsst leiden, ja. Und dann geht ihr zum Supermarkt und müsst erstmal eine Münze werfen, ewig weit laufen, dann wieder den Einkaufswagen zurückbringen und im Supermarkt alles eine Mini-Auswahl und sauteuer, ja. Gerade die gesunden Sachen sind teuer. Hier ist umgekehrt. Hier ist Fleisch teurer, beziehungsweise so, fast so teuer wie in Germany, ja. Ja, mein Lieber. Ja, meine Lieben, sorry, dass ich manchmal so hart rede, aber das ist halt meine Wahrheit. Ihr müsst es ja nicht so sehen. Wir können gerne in Deutschland leben, im Land, wo man die höchsten Strompreise der Welt hat, in einem Land, wo man die höchsten Mietpreise der Welt hat oder in Europa hat, in einem Land, wo du die höchsten Lohnnebenkosten hast. Ja, macht das ruhig, mir wurscht, ist doch euer Leben. Macht das. Bin ich blöd? Bin ich blöd oder was? Ey. Ach, hier ist so geil, ich fühle mich so frei und dieser Laden hier ist zur Miete und die Miete ist günstig, ja, verstehst? Und hier bist du etwas freier, ja, hier bist du echt, was heißt etwas? Welche Katze hat mich gerufen? Da, Parkplätze, überall Parkplätze. Jetzt sag nicht, ja, du bist in Kestel. Du bist in Kestel, da gibt es Parkplätze. Aber
auch in Mahmudlar, wo es enger gebaut ist, alles, musst du halt um die Ecke dann parken. Ja? Aber nicht so wie ich in Nürnberg, dass ich dann, um keinen Strafzettel bekommen wollte, 10 Minuten weit weglaufen musste, ja? 10 Minuten weit weglaufen musste, um zu parken, wo man einigermaßen stehen bleiben konnte. Und dann musstest du den ganzen Einkauf hinschleppen, weil wenn du vor der Tür gestanden wärst, hätt's getütet und getutet. Und hier ist so geil, ja. Hier ist so geil. Ja, Lars, ich weiß, es ist euer Traumauto. Lars und Alexandra, ich weiß, es ist euer Traumauto. Und Reparaturtermin erst in 1-2 Monaten. Ja. Hier, das muss eine versicherungsverbundene Firma machen, die mit der Versicherung zusammenarbeitet und diesen Beleg dann benutzen kann. Ach Leute, ja, aber das Auto fährt super, ich muss echt sagen, ich weiß, warum ich es immer haben wollte. Das fährt echt super und da passt viel rein, also wirklich, ich weiß, warum ihr es haben wolltet. Fährt echt flott, ich überhole manchmal, also das ist echt geil, wenn wir Wettrennen fahren und so, bin ich immer der Schnellste. Obwohl es nur 1,5 Liter Hubraum hat. So, meine Lieben, so viel mal von mir. Ja, ich werde auch älter, ich weiß. Schaut mal meine Falten an, ich werde auch älter. Zum Glück werden wir alle älter. Ja? Aber mein Gehirn wird immer besser, immer fitter, weil ich mir immer so viel Gedanken mache und Ideen habe und überlege. Und es ist doch alles wunderschön, nur diese aktuelle Run to Türkei und Immobilienverkaufsmassen, ja, das tut mich schon etwas belasten, weil ich halt nicht alle bedienen kann. Ja. Ich möchte aber alle gut bedienen. Ja. Aber das tut mich schon belasten. Ja. Ja, wir sind hier auch in einer Überwachungsstadt. Da eine Kamera direkt hier auf mein Geschäft und auf die Straße und auf die andere Seite und vorne nach hinten. Ja, aber ich finde das nicht mal so schlecht. Ach ja, übrigens, hier guter Wappenflock, der hat viele Videos über Fahrt mit dem Auto nach Alanya von Österreich aus. Unser lieber Heinz, ich hoffe, bald bist du wieder da. Bist du ja zurückgefahren wieder mit der Mama. Und haben eine super Wohnung. Also wenn irgendeine Single-Frau Lust hat auf ein Heinz, dann sollen sie sich bitte melden. Und die Mutter kann auch gut kochen, habe ich gehört. Okay, also liebe Grüße, so viel mal von mir. Passt auf euch auf. Und auswandern oder nicht, soll nicht die Frage sein, sondern rette sich, wer kann. Rette sich, wer kann. Leute, zum Beispiel Ukraine und Russland, deswegen steigen die Preise auch, weil viele, die nur etwas kurzfristig denken können, denken, oh, jetzt gibt es da Krieg und jetzt müssen sie alle wieder weg. Nein, wir haben mit Ukraine, sie brauchen kein Visum, sie können hier 3 Monate einfach so leben, Russen genauso. Ja? Deswegen können wir auch in die Ukraine mit einem normalen Ausweis, ja? Oder nach Russland, nur mit einem normalen Ausweis, ohne Pass. Weil wir ein gutes Verhältnis haben mit zu beiden und das wollen wir uns nicht kaputt machen. Und viele fliehen jetzt hier auch aus Russland, weil sie für die Zukunft sich Sorgen machen. Ja? Und wir sind halt außen vor. Ja? Und deswegen knallt hier gerade so viele Leute hier rein, ja? Zwangsmäßig teilweise auch. Ja? Du siehst immer mehr ukrainische Autos und Mietpreise explodieren. Mietpreise kannst du fast gar nicht mehr mieten. Ja? Und kaufen sowieso ist sehr schwer. Ja? Also die Preise, kannst sagen, die haben sich verdoppelt. Von vor einem Jahr, 1,5 Jahren haben sie sich verdoppelt. Alle Preise. Ob zum Mieten oder zum Kaufen. Teilweise mehr sogar. Ja? So, was gibt es noch Interessantes? Ach ja, Ukraine, kommen viele her. Ja? Und hätten nie gedacht, dass irgendwie sowas halt passiert. Man hat gedacht, im Donbass und so weiter wird das passieren und woanders nicht. Und jetzt kommen sie her und alles ist teurer. Ja? Und bei euch in Germany ist ja ständig Krieg. Da ist ja Krieg gegen das Volk von den Politikern. Ja?
Und deswegen kommen auch so viele her. Ich habe morgen, ist Montag, habe ich wie viel? Sechs verschiedene Termine, sechs verschiedene Kunden. Ja? Sechs. Also nicht, also paarweise sechs, also nicht sechs verschiedene und dann sind es nur drei Paare. Nein, sechs verschiedene Paare. Ja? Also Leute, macht was ihr wollt. Passt auf euch auf. Habt immer ein Herz. Ja, das ist sehr wichtig. Barmherzigkeit ist sehr wichtig. Liebe ist sehr wichtig. Aber auch Härte ist sehr wichtig. Der, der es hart will, den gibst du schön hart. Ja? Der, der freundlich, lieb, den gibst du es genauso als Dank, weil er so gut ist. Okay? Macht, was ihr wollt, Leute. Bis zum nächsten Video. Liebe Grüße. Die Woche möchte ich viele, viele Videos machen. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüssi. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkürler. So, das war hart, das war hart. Aber es ist für euch alle gut und für mich auch. Und alles besser, qualitativ. Viel mehr Sicherheit für euch. Sowas darf man nicht wieder verlieren. War anstrengend, sehr anstrengend.